von Borderlands 3. Was gibt's denn auch schön? Sie müssen auch hier ein paar Sachen zerlegen. Der Laser muss dringend weg, weil die ganzen schönen Einrichtungsgegenstände und Etablissements zerstört werden. Von daher tun wir doch mal, wie Harry es uns angeraten hat oder uns angewiesen hat. Wir zerlegen das alles mal. Eda, Kammerjäger, Viperlaufwerk, hochmoderner Schrott. Jetzt stirb bitte! Na, mal gucken. Wenn ich da unten wäre, würde ich diese Tür sowas von hacken. Wie ein cooler Typ. Oh, oh, Moment, 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 Moment. Ich habe eine Idee. Ich kann eine dieser süßen Sphären übernehmen und dir helfen. Such dir eine für mich aus. Verdammt. Das wird schon wieder, kleiner Freund. Ja, denke ich auch. Deine Flamme brennt noch. So, untersuche die Sphären. Wie denn? Ich mach... Wahrscheinlich ja nicht die. So wie wir es geübt haben. Ach, da unten die, okay. Nein, die stinkt nach Ratchpisse. Schade. Du bist doch ein bisschen anspruchsvoller, als ich dachte, ne? Na gut, mit dem Balken im Gesicht. Ist das verständlich? Zu groß und nicht mein Stil. Schade. Na komm. Oh, die da ist perfekt. Sie passt zu Reese. Reese! Setz das Viperlaufwerk ein. Wie süß. Mit dem Viperlaufwerk wissen Sie immer, was Ihre Nachbarn über Sie sagen. Atlas, hochmodern. Bin drin. Wow, Anti-Schwerkraftantrieb, Komfortausstattung. Oh, und die Stimme klingt auch gut, oder? Nicht irgendwie verändert? Konzentration, Reese, Konzentration. Ach, danke. Ich denke, ich krieg das in den Griff. Also für die Akten, das hier ist keine Sonde. Nenn mich bloß nicht Reese Sonde oder so. Passt schon, denke ich. Nenn mich Reese-Sphäre. Oh, nicht der Zungenbrecher. Reese-Sphäre. Haut, jetzt habe ich mir auf die Zunge gebissen. Nenn mich Reese-Bällchen. Wir müssen den Laser aufhalten und dein Kammerschlüsselfragment besorgen. Für Atlas. Schön, dass sie es auch ein Schnurrbart hat. Sehr gut. Sphärenscan abgeschlossen. Sehr gut. Hier lang geht's zum Kontrollraum. Ach, scheiße. Das ist eine Vergnügungssphäre und keine Killersphäre. Ich habe hier Gleitmittel, Musikprotokolle und atmosphärische Beleuchtung. Du musst dich um diese Truppen kümmern, Kammerjäger. Ja, ja, hättest du doch mal eine andere genommen, ne? Achtung, treue Maliwan-Mitarbeiter. Jeder, der mir einen toten Kammerjäger bringt, bekommt eine 2-Stunden-Karte für die Zanara. Sie ist gerade im Orbit. Und dort gibt es einen Brunnen mit 25 Nacho-Käsesorten, Massagen mit Skagöl und private Kammern mit unseren Service-Bots. Das alles ganz ohne Fragen. Au. Okay, das zieht jetzt noch ein bisschen mehr rein. Danke. Du bist resistent, das macht nicht Sinn. Danke. Dann gibt es halt ein bisschen Shotgun-Action. Ups. Das war, glaube ich, nicht so geplant.
steht aber auch schön darum. Zeit für die Jagd. Bitteschön. Oh. Lass uns zusammen jagen. Nicht so überzeugend das Schild. Der Schild. Ist irgendwie aber noch mehr oder weniger ungeschlagen, die Waffe. Gespannt, wie lange ich es noch nehmen kann. Auch da wird irgendwann was kommen. Dass wir die mal austauschen. Gut, wir haben immer noch ein paar Gegner hier, sehe ich gerade. Du hast da oben deinen Spaß, wie es aussieht, ne? Okay, da kommen wir nicht hoch. Aber hier kommen wir hoch. Hi, Badass. Mal gucken, wie die sich so macht. Die sieht echt aus wie so eine Doom-Waffe. So, ich brauche noch ein bisschen Rüstung und so Zeug. Beziehungsweise Munition, Rüstung. Geht ja zum Glück automatisch. Hey, Lodi steht hier falsch rum. Naja gut, das kommt, wenn man halt einfach die Terminals spiegelt, ne? Hat sich's jemand einfach gemacht. Hier drüben, folge Reese-Bällchen. Mhm. Bisschen wie Reisbällchen. Hier ist halt noch Loot-Zeug, daher machen wir ein bisschen langsamer, du Bällchen. So, oh, du wärst natürlich besser als das, was wir gerade haben. Cool. Ja, komm ich, aber ich muss erst noch ein bisschen mein Zeug umsortieren. So, was ist denn damit eigentlich? Ja, mal gucken. Ich glaube, die können alle schon mal zum Verkaufen markiert werden. Achso, das habe ich sogar schon. So, du warst neu, ne? Hm. Ja. Jetzt langsamer Zeit. Du kannst dann auch wieder weg. Das können wir nicht nutzen. Das kann auch weg. Ja, komm. Zeit, das loszuwerden. Und wieder ein unschlagbares Schnäppchen bei Marcus Munitions. Bitteschön. Na, fast eine Schnapszahl. So, die können wir nicht verkaufen. Mehr schießen, mehr
so ungefähr. Na gut, Muni brauchen wir nicht. Vielleicht ist da noch Geld drin. Leider nicht. Naja, dann weiter geht's. Oh, scheiße. Katagawa hat eine Firewall installiert. Wir müssen die Server zerstören. Hier lang. Ich öffne die Tür. Dann mach mal bitte. Nur genau genommen warte ich hier. Du zerstörst die Server und kommst wieder her. Okay. Wird schon schief gehen. Ich habe ja mein treues Tier dabei. Ja, ab in den Kampf. Ich sehe bald. Oh. Manchmal jagt man, manchmal wird man gejagt. Gut, dich sollen wir aber platt kriegen. Gut, dass wir so oft gegen Gegner mit Schilden kämpfen. Bleib doch mal stehen. Dann bist du wesentlich einfacher zu treffen. Siehst du? Wie sieht's denn aus? Hast du irgendwas Tolles eigentlich fallen gelassen? Nee. Nur Schrott, aber war ja auch jetzt nicht so unglaublich schwer. Das war zum Glück gut machbar hier. Ah, hast du etwas für mich gefunden? Sehr schön. Ist das eine Waffe? Ist das eine Waffe? Ich habe keine Ahnung. So, hier gibt es erstaunlich viel Zeug. Ich glaube, die könnten den Fernseher da mal reparieren. Na gut, kann sein, dass in dem Serverraum noch ein Gegner, also ein Bosskampf wartet. Das könnte ich mir gut vorstellen. Der Rest ist jetzt nicht so spannend. Ah. Doch, kein Bosskampf. Gut gemacht. Und jetzt zurück. Dein Kammerjäger flitzt noch immer hier herum. Du gibst wohl nicht auf, was, Reese? Das war's. Sag leb wohl zu deinem Lieblings-Frogurt-Stand. Nicht Friends Frogurt. Alles aber nicht Friends Frogurt. Ich meine, die haben doch diesen... Melder feuert in 3, 2, 1. Frische Früchte und drunter dann die... Oh Mann! Markiert! Ah, das geht auch. Interessant. Aber ja, vielleicht kann ich mein Viech dann dahin schicken. Sega-Laser. Hier kommt der Plan. Wir stürmen den Kontrollraum, nehmen das Kammerschlüsselfragment und schalten den Laser aus. Cool? Cool. High five. Kann ich gar nicht. Ja, schauen wir mal, was hier unten noch wartet. Ein Dicker zumindest.
aktiv. Danke. Security, er ist im Kontrollraum. Tötet ihn auf der Stelle. So, dann war ich weg. Dieses Ende war unvermeidlich. Wahrscheinlich, ja. So, das war's mit euch. Uha. Einiges hier reingehauen. Kontaminator. Hey, Riesbällchen. Möchtest du mitmachen? Na komm, so viel hast du nicht mehr. Waffen gucke ich mir nachher an. Hey, Leben brauche ich gerade nicht. Muni wäre, glaube ich, besser. Okay, ist cool, die Shotgun. In Ordnung? Please, hör mir zu. Ernsthaft. Jemand Stärkeres hätte Atlas eh übernommen. Wenn nicht Maliwan, dann Jacobs, Vladov oder vielleicht sogar Teddyor, verdammt nochmal. Das ist die richtige Einstellung. Die Jagd hört nie auf. Autsch, das tut natürlich weh. Danke fürs Wiederbeleben. Glaube ich auch nicht. Ohne Blut kannst du nicht leben. Hey, hör doch mal auf damit. Peter, dann mach's gut. Au. Oh, du lebst ja noch. Na, muss man ja mehr oder weniger taktisch vorgehen. So, erstmal die Schilde runter. Naja, weil das nicht mehr wirklich viel. Ich wollte es so schmerzfrei wie möglich für dich machen. Ja, ich habe viele deiner Mitarbeiter getötet. Sehr viele. Aber so läuft das eben in der Geschäftswelt. Ich bin drin! Kammerjäger, Laser abfeuern! Okay. Ich schwöre dir, wenn du diesen Laser abfeuerst, sind wir keine Freunde mehr. Hm. Na ja, dann würde ich mal sagen, Feuer frei. Neue Koordinaten eingegeben. Bekanntes Ziel identifiziert. Vanara, Vergnügungsjagd der Klasse 2F. Zielsperre überschrieben. Feuersequenz initiiert. Feuersequenz sofort überschreiben! Security! Tut doch was! Laser feuert in 3, 2, 1. Sayonara, Zanara! Oh, scheiße! Das war der Hammer! Leck mir die Eier, Katagawa! Ah!
Mann, verdirb mir nicht die Freude. Ich meine, was ist schon die Zerstörung von Privateigentum im Rahmen eines Übernahmekriegs? Okay, eine Sekunde. Gut, du kannst das Fragment jetzt haben. Da ist es! Das Fragment! Nicht so schnell! Freeze-Mädchen! Okay, Bosskampf. Das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ist jetzt auch schon wieder an der Zeit. Von daher vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.